Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Und heute stellen wir euch drei Neuauflagen bzw. Big Boxen vor, nämlich einmal von Russian Railroads die Big Box Ultimate Railroads, dann von Port Royal die Big Box und die Neuauflage von Great Western Trail. Und ich beginne auch gleich mit Ultimate Railroads. Ultimate Railroads ist die überarbeitete Big Box zu Russian Railroads und von den Autoren Helmut Olay und Leonard Orgler mit Illustrationen von Martin Hoffmann und Klaus Stephan. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 40 Minuten pro Spieler und ist bei Hans im Glück und Asmodee erschienen. Wir haben jetzt hier mal so ein bisschen von dem alten Russian Railroads aufgebaut und hier sieht man die Ultimate Railroad Box, also die Neuauflage. Die Neuauflage beinhaltet alle bisher dagewesenen Erweiterungen, also German Railroads und American Railroads, plus eine komplett neue, die haben wir auch mal hier hingelegt, weil sie ja bisher noch nicht da gewesen sind, und noch alles Mögliche an Material, was es eben auch schon mal so zwischendurch gab. Und wenn man erstmal so vergleicht, was gemacht wurde, es wurde auf Diversität jetzt ein bisschen mehr geachtet, das Material wurde sehr stark verbessert. Also hier sehen wir zum Beispiel die Gleise, die wirken jetzt viel edler. Das war vorher so Holz mit irgendeiner Farbe und jetzt eben so ein bisschen das Silber und Gold zum Beispiel so ein bisschen glänzt, oder beziehungsweise fast alle glänzen. Dann hatten wir da diesen lilanen Marker, das war einfach so ein Zylinder, während es jetzt da so eine so ein Schraubenschlüssel ist. Oder der Punktemarker zum Beispiel ist jetzt so eine Lok. Also es wurde an den Hauptmaterialien ein bisschen optimiert und auch so ein bisschen an den Punkteverteilungen. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier die gleichen Leute ausgelegt. Man sieht schon, der hat zum Beispiel früher 5 Punkte gebracht, jetzt 8. Oder hier, das hat 3 Punkte gebracht, jetzt 5. Also so, sie haben auch nochmal am Spiel selbst so ein ganz bisschen was optimiert. Was ganz neu ist, auch schon im Grundspiel, es gibt jetzt hier so Schlüssel. Immer wenn man am Ende von so einer Route ankommt, dann erreicht man so einen Schlüssel und auch noch bei manchen anderen Stellen. Und dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, was man für diesen Schlüssel haben will. Zum Beispiel 2 Gleise, die voranschreiten dürfen, oder man nimmt sie einfach 10 Punkte. Oder wenn man eben die neue Erweiterung spielt, Asian Railroads, dann kann man da eben hier so einen Waggon einsetzen. Und das erkläre ich gleich noch. Genau, zum Grundspiel sage ich gar nicht mehr viel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten es kennen. Wer es nicht kennt, kann sich da ja nochmal ein separates Video zu angucken. Ich sage aber jetzt nicht mehr, welche Regeln es da gibt und so weiter. Ich muss auch nichts dazu sagen, dass das ein geniales Spiel ist. Alle 3 Spiele, die wir hier haben, sind toll. Das heißt, zum Mechanismus, wie es funktioniert und wie ich es finde, sage ich gar nichts mehr. Die sind einfach alle 3 großartig. Ich möchte jetzt mehr auf den Vergleich eingehen. Und jetzt nochmal zu der ganz neuen Erweiterung, die mir auch sehr gut gefällt, die das Ganze nochmal ergänzt, aber weiterhin in dieser Welt bleibt. Also sie macht jetzt nichts weltbewegend anderes. Also wir haben ein neues Tableau, wie bei allen Erweiterungen bisher, mit neuen Strecken, jetzt eben in Asien. Und was zum Beispiel besonders ist, wir können, wenn wir diese Ideen erreichen, die sahen vorher ein bisschen anders aus, aber die gab es auch schon, dann können wir eine Strecke komplett aufwerten. Das heißt, wir legen hier, das ist dann ein neues Ziel, es war vorher Tokio-Kyoto und wir machen daraus Tokio-Osaka. Man sieht schon, das wird dann auch einen Schritt länger und die wird einfach oben drauf gelegt und dann sind die Felder einfach wertvoller. Sowas gab es vorher nicht bei den anderen Erweiterungen. Und was auch ganz neu ist, wir haben hier so 3 Slots, die können wir uns im Laufe des Fortschritts hier zum Beispiel freischalten. Und dann dürfen wir da zusätzliche Loks hinlegen, um weiterzukommen und eben weitere Fortschritte freizuschalten. Finde ich auch einen ganz interessanten Mechanismus, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ist aber, wie gesagt, nichts weltbewegend Neues. Das, was eigentlich neu ist, ist dieses Tableau. Denn vorher hatten wir ja unten diese Industrieleiste, beziehungsweise hier in der Neuauflage wird die immer unten dran gelegt an das Tableau, ist aber die, im Grunde die gleiche Leiste. Und die gibt es jetzt nicht mehr. Und stattdessen haben wir die gemeinsam. Und hier schreiten wir voran und können diese Loks, die man ja sonst immer bei sich unten dranlegen konnte, um die Industrieleiste voranschreiten zu lassen, die werden jetzt hier hingelegt. Und zwar für alle. Und jeder, der will, kann dann eben da drauf gehen und den Vortritt nutzen. Der, der sie hinlegt, kriegt aber das, was unten drunter abgebildet ist, hat also einen Vorteil direkt schon beim Hinlegen. Ist auch neu, vorher gab es sowas nicht. Und es gibt noch diese, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißen, ich nenne sie jetzt mal Waggons, die man noch dazustellen kann an eine Stelle und die man dann mal einsetzen kann, also hinlegen kann, um diese Funktion noch einmal zu nutzen. Also da hat man dann noch mal mehr Optionen, wie man auch diese Boni, die ja manchmal auch recht stark sein können, noch mal weiter nutzen kann. Und wenn wir hier langfahren, dann können wir auch eine Idee freischalten. Die gab es ja vorher auch schon an dem normalen Tableau. Zumindest, ja doch genau, sowohl in der alten als auch in der neuen Version. Hier können wir sie eben freischalten und wir können dann, wenn wir mit unserem zweiten, falls wir den freigeschaltet haben, mit unserem zweiten Schraubschlüssel da vorbeikommen, kriegen wir da nochmal so einen Schlüssel. Und unterwegs können wir eben auch so Münzen einsammeln und nochmal eine Lok und können bis zu 35 Punkte unterwegs machen. Also wenn wir hinten angekommen sind, da ist auch nochmal ein Schlüssel, dann kriegen wir jede Runde ab dann 35 Punkte dafür, was schon ziemlich viel ist, wobei wer Russian Railroads kennt, weiß, man macht da auch mal 400 Punkte. Dann ist 35 doch nicht mehr so viel, aber es ist auch nicht wenig. Genau, das war so die neue Erweiterung, hat mir auch sehr gut gefallen und ich finde es schön, weil das sehr abwechslungsreich ist, weil man sich immer wieder aussuchen kann, welchen Plan man jetzt gerade mal spielen möchte, ob man lieber den möchte, der sich verzweigt oder den Grundplan, hat auch mal wieder Spaß gemacht. Wir haben auch das Grundspiel natürlich nochmal gespielt. Ist einfach toll, diesen Mechanismus zu haben, der ja eigentlich ein relativ simpler Worker-Placement-Mechanismus ist, aber so gut funktioniert und so viele feine Details hat, die gut ineinander greifen, dass ich immer noch finde, dass es ein ganz tolles Spiel ist, was mir sehr, sehr viel Spaß macht mit vielen Feinheiten und worauf ich heute auch mal eingehe, was ich sonst nicht so mache. Aber diese Box, die ist ganz, ganz toll designt. Die hat direkt beim Einräumen, es dauert ein bisschen, das Ganze auszupöppeln und hier vorzubereiten. Aber sie ist so gestaltet, dass alles genau seinen Platz hat. An jeder Stelle steht, was wohin kommt, mit Tütchen. Es gibt eine zweite Ebene, wo auch nochmal so eine Box ist. Und das ist direkt sortiert nach Spielern, nach Erweiterungen, nach Modulen, sodass man immer an einem Griff das hat, was man braucht. Und das finde ich richtig gelungen, richtig gut. Das wird heute nicht bei allen drei Spielen so sein, das werdet ihr sehen. Aber hier finde ich es eben richtig gut, es passt alles gut hin und hält dann eben auch schön dicht. Wenn man alles oben drauf gelegt hat, ist die Schachtel randvoll und genau so muss es sein. Und also da wurde wirklich hier, wurde sich Gedanken gemacht, wie man das zusammen kombiniert, was wo reinkommt. Und das funktioniert wahnsinnig gut und unterstützt eben das Aufbauen. Und das finde ich hier ganz toll. Und wenn man dann die Erweiterungen genug gespielt hat, dann kann man die sogar untereinander kombinieren. Also es ist hier unglaublich variabel. In der Anleitung sind noch Tipps, wie man das kombinieren kann, wie man Module mit Erweiterungen kombinieren kann oder Tableaus mit hier zum Beispiel diesem Tableau von der Asien-Erweiterung und so weiter. Also da ist wirklich auch viel Vielfalt in dieser Box. Und deswegen muss ich sagen, mir gefällt diese Box richtig, richtig gut. Das lohnt sich. Es macht natürlich immer mehr Spaß, mit ein bisschen wertvollerem Material zu spielen. Ich finde die Erweiterungen alle klasse. Man hat da eine schöne Abwechslung. Deswegen
ist mein Fazit hier für, es ist eine tolle Big Box, die sich lohnt, selbst wenn man das Grundspiel schon hat. Dann mache ich jetzt weiter mit Port Royal. Port Royal Big Box ist die Neuauflage von Port Royal vom Autor Alexander Pfister mit Illustrationen von Phantasmagoria Kreativ, basierend auf der ursprünglichen Gestaltung von Clemens Franz. Es ist für 1 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Ja, hier sehen wir jetzt direkt auf den ersten Blick, dass das eine grafische Überarbeitung bekommen hat. Das war ja eben bei Russian Railroads bzw. Ultimate Railroads nicht so. Da wurde die Grafik überwiegend beibehalten und hier ist die Big Box tatsächlich, hat sozusagen ein neues Gewand bekommen. Die beinhaltet, so wie der Name Big Box schon sagt, auch alles, was es bisher gab, inklusive der Promokarte der Spieler und alle Erweiterungen und auch das Port Royal unterwegs. Das war ja so eine kleine abgespecktere Variante für unterwegs eben. Das ist alles da drin, alles hier übersichtlich in dieser Box. Wir haben auch hier wieder die Steinchen und so. Und alle Karten wurden neu gestaltet. Dafür ist es inhaltlich relativ identisch geblieben. Also uns ist jetzt nichts Großes aufgefallen, dass wieder Punkte angepasst wurden oder sowas wie bei Ultimate Railroads, sondern tatsächlich, man sieht es auch hier, dass das tatsächlich eine eher optische Überarbeitung ist. Ich muss sagen, jetzt zum direkten Vergleich, gefallen mir die neuen Karten viel besser. Mich haben die alten nie gestört und ich habe auch nie gedacht, boah, das ist hässlich oder so. Aber jetzt, wo ich die neuen sehe, muss ich sagen, die sind viel, ja, irgendwie farbenfroher. Hier zum Beispiel sind die Schiffe einfach größer und schöner gemacht. Und auch, dass dieser weiße Rand weg ist, wirkt gleich, finde ich, viel edler und viel schöner. Also das gefällt mir richtig gut. Spieltechnisch muss ich, glaube ich, auch wieder nichts dazu sagen. Es ist und bleibt ein geniales Spiel, was ich total gerne spiele. Die einzige inhaltliche Anpassung, die aber eigentlich jetzt mit dem Spiel nichts zu tun hat, sie haben ein paar Charaktere, die vorher Männer waren, jetzt zu Frauen gemacht, also zum Beispiel Kapitän, Kapitänin oder das, was Fräulein hieß, heißt jetzt Senorita. Also da auch hier wurde wieder ein bisschen mehr auf Diversität geachtet. Das haben wir hier in allen drei Spielen. Das ist ja im Moment auch das große Thema und das wurde hier direkt mitgemacht. Hat aber keine Auswirkung auf das Spiel als solches. Und das Einzige, was ich so ganz bisschen schade finde, ich habe ja gesagt, ich gehe heute auf das Inlay ein, was bei Ultimate Railroads wirklich sehr gut gelungen war und genau das fehlt mir hier ein bisschen. Es ist gut sortiert, dass die Erweiterungen alle hier so ihren Block haben, aber so eine kleine Beschriftung wäre noch ganz gut gewesen, weil zum Beispiel dieser Stapel vom Grundspiel und dieser Stapel hier, die sind etwa gleich groß und man muss dann immer rausholen und gucken, war das jetzt das Grundspiel oder nicht? Und da sucht man immer so ein bisschen und steht zwar in der Anleitung, wie das zu sortieren ist und wie das einzuräumen ist, aber in so einem Fließtext. Und wenn sie es ganz, 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 aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau, wenn sie es ganz optimal hätten machen wollen, dann gäbe es hier noch so kleine Sticker oder irgend sowas oder direkt im Inlay integriert, was wo reingehört, sodass man es direkt sieht und weiß, ah, hier, das ist das, hier nehme ich mir das Grundspiel raus und so weiter. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist und bleibt ein tolles Spiel. Wer jetzt Port Royal mit allen Erweiterungen schon hat, der braucht vielleicht nicht unbedingt die Big Box, weil sie bietet halt nichts Neues, außer einer grafischen Überarbeitung. Wer jetzt aber sagt, oh, das Spiel wollte ich schon immer mal haben und oder ich habe das Grundspiel, noch nicht die Erweiterung, oder ich habe das Grundspiel schon so oft gespielt, dass meine Karten schon so abgenutzt sind, dass ich Neues möchte. Für den lohnt sich auf jeden Fall die Big Box, weil sie eben optisch nochmal aufgewertet ist und einfach alles Material enthält, was es bisher gab, sodass man da auch nichts verpasst. Ja, so viel dazu. Ich liebe Port Royal nach wie vor, auch nach diesen vielen Jahren, dass es das jetzt schon gibt. Es hat nichts an seinem Charme verloren und ich spiele es immer wieder gerne und ich hatte mich total gefreut, als wir die Big Box bekommen haben, dass ich es mal wieder sozusagen auf den Tisch gebracht habe,
weil wir ja doch immer sehr viele Neuheiten spielen und dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht, das mal wieder rauszuholen. Und dann mache ich jetzt noch weiter mit Great Western Trail. Great Western Trail, zweite Edition, ist die Neuauflage von Great Western Trail vom Autor Alexander Pfister mit Illustration von Chris Williams. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 75 Minuten und ist bei Eggert Spiele, Plan B und Asmodee erschienen. Ja, bei Great Western Trail fällt gleich auf, dass wir auch hier wieder eine optische Überarbeitung haben. Es wurden auch so an hier und da kleinen Stellen noch was geschraubt, zum Beispiel hier gibt es jetzt nur noch 4 Münzen statt 6 Münzen und es gab ja eine Erweiterung, die ist hier nicht integriert und die Erweiterung, die es zu dem ursprünglichen Grundspiel gab, passt auch nicht, gerade wegen der Grafik und so weiter, zu diesem Spiel. Das heißt, wer schon die Erweiterung hat, der kann die nicht mit der Neuauflage benutzen, der muss dann die alte Auflage benutzen. Aber in der Erweiterung gab es diesen Marker und den haben sie jetzt mitgenommen in die neue Box. Und was auch ganz neu ist, es gibt die Simmental-Kühe, das ist so eine Art Mini-Erweiterung. Da gibt es dann hier für die Kühe zum Kaufen ein kleines neues Mini-Tableau, was drüber gelegt wird. Und das Besondere an den Kühen ist, man kauft immer die, die praktisch mit 2 Punkten oben in das Deck rein triggern. Und wenn man die einmal hier nach oben gebracht hat, dann werden die automatisch besser. Also wenn man einmal eine Zweierkuh mit abgegeben hat in seiner Herde, beziehungsweise die kommen ja dann auf den Ablagestapel, dann wird daraus automatisch eine Viererkuh. Und wenn man das dann mit der Viererkuh nochmal gemacht hat, wird daraus eine Fünferkuh. Und die werden dann auch von den Punkten, sind sie erst 3, dann 4, dann 5 Punkte wert. Das ist so eine kleine Mini-Erweiterung, die fand ich jetzt, fügt sich gut ein, ist aber, also war jetzt nicht wirklich spielrelevant oder so. Also braucht es für mich nicht, aber schadet jetzt auch nicht, sie dazu zu nehmen. Und was ganz, ganz auffällig ist, neben der grafischen Änderung, ist, dass sie auch hier wieder am Material geschraubt haben. Also wir haben bessere Spielertableaus, was ich eigentlich immer ganz schön finde. Wir haben hier eine optisch aufgewertete Spielfigur und auch hier wurde bei den Charakteren zum Beispiel wieder so ein bisschen mehr auf Diversität geachtet und wir haben jetzt hier nicht mehr die Indianer, sondern die Banditen, um da eben aus diesem Fettnäpfchen rauszukommen, in das sie da getreten waren. Und noch eine interessante Neuerung. Früher sind wir nach San Francisco gefahren, oder das war so unser Ziel. Das ist jetzt New York, weil sich wohl beschwert wurde. Also San Francisco ist historisch korrekt, aber man fährt ja hier nach rechts. Und die Leute haben wohl gesagt, dass rechts ja eigentlich New York ist und dass da nicht San Francisco liegt. Und deswegen haben sie jetzt, obwohl es historisch eigentlich falsch ist, daraus New York gemacht. Ja, ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, ob man es lieber historisch mag oder rein von der Landkarte her, welcher Ort eben dann im Osten liegt. Aber das ist zumindest eine auffällige Änderung. Ja, was mir gut gefällt, ist so die grafische Überarbeitung und eben auch diese Tableaus und so. Aber ich muss sagen, es gibt ein bisschen was, was mich doch stört. Ich finde, sie haben hier diese X'e, die ja sehr spielrelevant sind, weil man immer Geld dafür zahlen muss, wenn man mit seiner Lok noch nicht entsprechend weit gefahren ist. Die sind mir ein kleines bisschen zu blass. Also das fand ich ein bisschen schwieriger zu erkennen, wie weit hinten man da liegt. Das fand ich hier ein bisschen klarer, auch generell mit, also nicht nur die X'e, sondern auch, wo ist der Abschnitt abgetrennt. Das finde ich ein bisschen undeutlicher. Ja? Das war gerade so in der ersten Partie, wir hatten das schon länger nicht mehr gespielt, das Spiel, und dann wieder reinzukommen, musste ich da immer ganz genau hingucken. Man gewöhnt sich dann daran und dann ist es auch okay, aber so in den ersten Partien habe ich das doch deutlich gemerkt, dass es hier eben viel klarer war, wo die Abschnitte enden. Genau. Was mich massiv stört, ist das Inlay.
Und also, es tut mir leid, aber wenn man sich schon die Mühe macht, ein Inlay zu generieren, in das alles Material reinpasst, dann mache ich doch ein Inlay, was praktisch ist und nicht ein Inlay, was extrem unpraktisch ist. Und zwar, Sie haben hier diese wunderschönen Beutelchen, um hier immer den Nachschub rauszuziehen für diese Plättchen. Soweit, so gut. Ein Beutel, den möchte ich gerne, wenn ich das Spiel spiele, schon befüllt, einfach aus der Schachtel rausholen. Hier geht die Schachtel nur dann zu. Also es ist nicht mal so, dass ich es optional hätte, nein. Sie geht nur dann zu, wenn ich jedes einzelne Plättchen feinsäuberlich da reinsortiert habe. Und dann, also nach dem Spiel, habe ich die Arbeit, sie reinzusortieren. Und wenn ich es dann wieder spielen will, dann muss ich sie wieder rausnehmen, was auch relativ schwer geht, weil es reingequetscht ist, um sie wieder in den Beutel zu füllen. Das macht keinen Sinn. Weil wenn ich schon einen Beutel habe, dann will ich den einfach reinlegen. Das spart unglaublich viel Zeit. Und auch hier die Münzen zum Beispiel. Ich habe ja während des Spiels einen Haufen Münzen. Der liegt da irgendwo. Und die einzelnen hier so gerade reinzulegen, dauert einfach eine Zeit. Also es ist super aufwendig, dieses Spiel wieder wegzuräumen. Wir haben jetzt hier schon die Sachen in Tütchen gemacht, damit es irgendwie ein bisschen optimierter ist. Aber ja, es passt tatsächlich auch nur, wenn man auch diese Fächer benutzt oder man schmeißt das Inlay halt weg. Aber so wird es einem dargeboten. Und das finde ich schon mal ein bisschen ungünstig. Warum macht man kein praktisches Inlay? Verstehe ich nicht. Dann diese Leute, die man hier hat, die Spielfiguren, die sehen cool aus mit den Hüten. In der Spielpraxis ist es aber so, wenn zwei auf dem gleichen Feld sind, dann sind die Hüte sehr umfangreich und man stellt den dazu. Und ganz oft fallen die dann um, weil die so eine kleine Unwucht haben. Ja, man sieht es schon hier. Ja, oder sie überschneiden sich dann, dann nimmt man den anderen weg, dann fällt er wieder um. Ist ein bisschen unpraktisch. Ja, auch wenn die cool aussehen, das ist bei den Originalmännchen einfach nicht passiert. Und ich finde, wenn ich schon so eine Neuauflage mache, die optimiert ist, wie hier mit den Tableaus, dann mache ich sie doch so, dass sie auch praktisch ist und dass sie auch wirklich optimiert ist. Und das finde ich hier ein bisschen schade an manchen Stellen. Was ich auch noch schade finde, es gibt, wie auch schon früher, dieses Plättchen, je nachdem, zu wie vielen Spielern man spielt, was dann entsprechend hingelegt wird. Und wenn wir hier schon so ein schönes Tableau haben mit den Vertiefungen, und dann muss ich, wenn ich nicht gerade zu viert spiele, das oben drauf legen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich dann irgendwie dieses hochwertige Tableau wieder abwerte, weil ich doch wieder was anderes drauflegen muss. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie das hier auch tiefer gelegt hätten und dass man das dann so reinlegt oder so. Ich weiß, wahrscheinlich gibt es dann ein Problem, weil hier eben andere Zahlen stehen. Aber ich bin mir sicher, da hätte es auch eine Lösung gegeben. Jedenfalls war das so und wir haben unsere erste Partie hier mit der Neuauflage zu zweit gespielt. Und es war gleich so, irgendwie ist es nicht, es sieht einfach, also wenn ich schon optimal haben möchte, weil ich so eine tolle Neuauflage mit tollem Material mache, dann ist das so ein kleiner Wermutstropfen. Das hier ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau. Das mit dem Inlay finde ich dann schon wirklich gravierend, weil es nach jeder Partie gestört hat, dass man das so aufwendig wieder einräumen muss. Und mit jeder neuen Partie, die wir gespielt haben, haben wir uns total geärgert, wie man das wieder rausholen muss. Und dazu kommt, obwohl das so ein ja, eigentlich optimiertes Inlay sein sollte, fliegt alles durch die Gegend. Also, wenn man das irgendwie einmal sich die Rückseite anguckt oder so, ist alles durcheinander. Und dann hat man das Problem, dass zum Beispiel hier, da kommen diese Gebäude rein, die jeder Spieler hat, da flutschen dann manchmal die Münzen rein und die verklemmen das dann, dass man gar nicht mehr mit der Hand da reinkommt und man wirklich irgendwie so Schwierigkeiten hat, diese Plättchen da rauszubekommen. Und ach, wie schade, wie ärgerlich. Hat man das nicht getestet? Ich weiß es nicht. Also das Inlay ist für mich wirklich ein großes Manko. Auch die Karten, die fliegen durcheinander und so. Also da hatte ich schon deutlich bessere Inlays bei anderen Spielen. Und mich hat auch nie gestört, hier bei dem Original, da war dann halt vieles in Tütchen. Das stört mich aber nicht. Ja, also dann habe ich lieber sauber verpackte Tütchen als so ein Inlay, was irgendwie nicht stimmig ist. Ansonsten spieltechnisch
grandios, nach wie vor. Da wurde ja auch nichts geändert. Also dieses Spielsystem Great Western Trail funktioniert hervorragend. Es ist jetzt auch eine Solo-Variante drin. Die habe ich wie immer nicht getestet, aber es gibt sie. Die hat dann hier so extra Karten. Könnt ihr gerne mal kommentieren, wenn ihr sie schon ausprobiert habt, ob sie was taugt. Und auch spieltechnisch ganz, ganz toll. Ich finde es gut, dass sie diese Plättchen noch integriert haben. Das ist einfach, wenn man so ein Plättchen hat, kann man irgendwann mal zwei Kühe nachziehen und zwei wieder ablegen. Also einfach, um seine Handkarten in dem Moment ein Stück hoffentlich zu verbessern. Die finde ich sehr gut. Die waren auch in der Erweiterung schon sehr wertvoll. Und die lohnen sich dann, ist der Frustmoment, wenn man oben ankommt und nicht so ein gutes Deck hat, kann man den ein bisschen verringern. Das finde ich wirklich gut. Genau, aber schade, dass die Erweiterung hier nicht gleich mit integriert ist zum Beispiel. Das hätte man ja noch machen können. Aber gut, sie wird kommen. Das ist schon angekündigt, aber halt nicht direkt integriert sein. Und noch als kleines Schmankerl. Es steht jetzt drauf Teil 1. Es wird ein Dreiteiler, das heißt, es wird noch zwei weitere Great Western Trail Spiele geben, wie auch immer die dann aussehen. Und da freue ich mich dann schon sehr drauf, die auch auszuprobieren. Ja, dann haben wir euch hier drei ganz unterschiedliche Neuauflagen bzw. Big Boxen vorgestellt. Vielleicht hattet ihr ja schon ein Interesse an der einen oder anderen von diesen Boxen und konntet jetzt nochmal sehen, im direkten Vergleich, was euch mehr zusagt, was ihr braucht, ob ihr vielleicht nur das Grundspiel wollt oder eben gleich die Big Box und so weiter. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.